laufen doch auch rum und bewegen sich, gell? Und verfolgen dich und so ein Scheiß. Das ist. Ja, also, wenn die wirklich das schön programmieren. Du könntest mir mal ein bisschen Fleisch drum. Und ich gebe dir ein bisschen Fleisch in den Quest. So. Bist du im Boden oder bist du da, Kixi? Ich bin am Boden. Ne, ich meine du. Im Boden oder bist du normal? Ich stehe normal. Okay, passt. Und Fleisch? Sieht's aus? Ja, ja, so musst du kurz schreiben. Schade, er hat kurz eine Sekunde Netz gehabt, damit sie was schreiben konnte. Achso. Natürlich. Ist wieder ausgefallen, jetzt gibt's wieder, ja. Jetzt ist natürlich wieder Chaos. Bei mir gibt's potenziellen Ausbau, also was heißt potenziellen? Irgendwann so im nächsten halben Jahr auf 50, ne? Hast du, Benny? Ja. Geil. Nein. Hier vor mir. Also ich hab gedacht, du tust einen Quessel. Ja, ich dachte, ich also hinter dir. Da. Hast du da vielleicht? Ja, hab ich schon einen Quessel. Achso. Also ich kann noch ein paar Sachen mitnehmen, wenn du willst, zwecks Gewicht. Kannst du machen, aber. Fell. Solches Prime oder nimmst du das? Nimm alles mit, ist mir egal. Ja, nimm ich mit, dann ist. Ja, du kannst ja nicht so viel tragen, das sind nur 516. Ja, noch. Ich level. Es wird gleich noch höher. Ich kann jetzt keine andere Höhle, weil ich mich zeigen, weil ich in einer anderen Höhle bin. Also, nö, also im Moment kann ich da nicht hin. Ich kann dir nur sagen, wo der Eingang ist. Wenn du möchtest. Unterwasserwelt. Wo ist denn der Eingang 3? So, wo ist denn der? Der andere Eingang, du musst der Eingang. Ja, genau, hier, da. Bitteschön, hier. Da. Originalzitat eines komischen Viewers. Na? Was ja, schätzt bitte? Du, was ich für Öl in der Tasche habe? Ja, 500 wird schon sein, oder? Mehr. Yeah. 500? Von 1000 Ja, 800 dann. Ja, also wir bleiben mal bei Bennys 1000 und legen nochmal 42 drauf und sind bei 1042. Okay, also ich habe das ja alles mit der Hand hier abgefarmt und das war nur 411. Okay, das ist schon mehr. Schon ein bisschen mehr. Schon geil. Da kannst du rein. Kannst schon da reinmachen. Eingang ist durchs Wasser. Kannst du dir auch anschauen? Ja gut, ich habe glaube ich zu viel geschrieben, das von gestern ist nicht mehr im Ding, oder? Im Catch. Ab Folge 13 der vorgestrigen Folge. Warte mal. Wenn du das sehen möchtest. Mit Basilisten? Okay. Anscheinend fahren die Bush-People da harte Geschütze auf. Saugeil, oder? Das ist doch bestimmt cool, sowas. Ich such's dir mal kurz raus hier. Rusty 1107. Ist ein Keks hier da? Achso, ich kann dir ja gar nicht schreiben hier. Hast du im Test? Nee. Du kannst mir in Schlachtnetz. Achso, habe ich es offen? Ja. Habe ich. So. Florian, danke dir für dein Follow. Hab Spaß. Genieß die Show. Liebe Grüße aus München und Siegen, den kleinen Kaff in NRW. Und schick einen kleinen Kaff bei Braunschweig. Ach, der Keks ist wieder da. Hallo. Schicken wir dir direkt nach Hause. Einfach so. Ohne Umwege, ganz frech. Aber ganz frech, mein Freund. So, wann haben wir das gemacht mit der Höhle, Ben? Heute ist
Montag. Heute haben wir Tag 8. Gestern haben wir es nicht gemacht. Das war Tag 7, also an Tag 6 muss es sein, oder? Genau. Journey Center of the Earth, das war das. Copy Link Adress. Hier. Copy Link Adress, das war. Warte mal. Das müsste hier sein. Shortcut. Ja, genau. Hier müsste das sein. Ab Folge 13. Bei 12 Ende bereiten wir es noch vor. Hier ab Folge 13. Kannst du schauen. Das ist ein YouTube-Link. Nur verkürzt, sonst sind mir die Scheiß-Playlists zu lang sind. Black Ichigo, danke dir auch für dein Follow. Hab auch du Spaß, genieß die Show noch für dich. Liebe Grüße aus München und Siegen, den Kleinkaff in NRW. Und einem Kleinkaff bei Braunschweig. Schicken wir dir direkt nach Hause. Einfach so. Ohne Umwege, ganz frech. Aber ganz frech. Mein Freund oder meine Liebe. Ihr habt den oben noch Öl vergessen. Eisen. Ist noch Öl bei dir? Ja, Eisen. Wo denn? Bleibt man da stehen? Ich tue mich mal zu dir, Tribe Find Maiden. Direkt durch die Wand am besten. Ja, ich weiß ja, nicht, bitte. Wo du hochkommst. Und bei dem Park war da auch noch nicht. Ja, genau so, Keksi. So richtig Fail. Ja. Na, Öl ist das, glaube ich, nicht. Das sind, glaube ich, nur Eisen. Ich weiß nicht, ob wir die mitnehmen wollen. Ja doch, wir nehmen einfach die ganze Hülle mit. Wir nehmen sie mit nach Hause. Ja, ich muss ja nur gleich wieder raus, mein Leben sinkt nämlich so langsam. Hast du keinen Pelz? Nö. Ich habe doch deinen Pelz geklaut. Aber ich habe auch keinen, ich brauche auch keinen. Okay. Ich finde diesen Rex hier so cool. Du musst durch den Rex durch. Ja. Ja, jetzt habe ich aus Versehen das falsche Video geschickt. Kann ich hier nicht links? Ja, das ist halt doof in der Höhle. Nee, also muss ich doch hier rum. Wir können dir ja so eine Pelzmischung geben, wenn du hier bleiben willst. Ich gebe dir einen Kopf, Hosen und Benny. Kiksi gibt dir halt, was weiß ich, Brust und Schuhe oder so. Dann hast du schon mal einen Teil des Sets. Okay, dann müssen wir doch da hoch, warte, ist am besten. Hier rein. Es gibt ja noch verschiedene Ebenen hier, die haben wir noch nicht alle abgeflogen. Ja, bei dem Ark sind wir, also bei dem wo halt das Relikt da drin ist, sind wir eben gerade vorbei. Bin ich jetzt nicht immer im Kreis geflogen? Ist egal, ja, Benny, ich finde ihn nämlich mit dem Flyfly, das ist egal. Ja, ich dachte nur, ich sehe, dass er gleich gut ist. Ich fliege eben im Kreis. Da oben war noch der Pinöpel. Achso, ja gut, das ist ein Loot Crate, ja. Willst du dir erstmal klatschen hier? Ja. 108er Wolf. Nett. Also, ja, komm, spring runter, dann haben wir Ruhe hier. Okay. Ja, passt doch. Da habe ich auch ein paar schöne Blutrooms gefunden heute. Ja, nur das Skylord-Artefakt-Gedöns-Krams. Ach so, ja, okay, das ist das Ding. Es gibt auch drei Loot Crates oder zwei hier, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, es ist nur eine. Wann ist die wieder gespawnt? Ich habe mir eingebildet, da ist es eine andere. Ja, flieg doch da nochmal hoch. Da ging es dann noch eine ganze Ecke höher. Oder waren wir da schon? Ich glaube, ihr wart hier überall schon. Ich habe jetzt nichts Großes mehr gefunden. Artefakt ist ja aber auch Loot, Steff Vampir. Jetzt sei mal nicht so klugscheißerisch. Loot ist Loot. Hier waren wir doch eben. Ach stimmt, hier ist der Spalt. Ja, stimmt. Ah. So, Kixi. Wie war das mit dem Halt?
Ja, nee. Ja, das... Nee, ich hab das halt immer noch nicht gerafft. Was ist daran so gut? Na, halt. Englisch. Verstecken. Aber ich hab's trotzdem nicht gerafft. Soll ich mal einen professionellen Witz drüber machen? Du weißt, dass auf Englisch jetzt halt verstecken heißt, ne? Mhm. So. Es ist ja so, ich kann hier oft halt nicht finden. Und ich denke immer, dass Keksi versteckt ist bestimmt. Mhm. Immer noch nicht verstanden. Verstanden. Okay, aber... Okay, alles klar. Es ist halt einfach nicht lustig, es ist halt einfach dämlich. Genau, es ist einfach doof und genau deswegen. Und manchmal, ich weiß da nicht, wo das Hide ist, wenn es irgendeinen Arsch versteckt. Mhm. Ja, nee, also du hast mir das jetzt schon wieder zu oft hier gesagt, also da muss ich die Taste drücken. Also ich glaube, wir haben hier geklärt soweit. Falls wir noch irgendwas übersehen haben, ist auch egal. Ja, ich habe auch nicht wirklich viel gefunden. Naja. Wir haben ja schon ein bisschen was, so ist ja nicht. Was heißt denn an Metall? Nix. Alles weggeworfen. Das ist super. Von Vorteil. 1900 irgendwas in der 60. Na, das geht ja. Von der Taschenlampe bin ich hier. Süd, volles Fernlicht hier. Mach doch lieber abblendlich, nicht dass sie sich verstecken. Oh Mann. Was? Vor diesem grauenvollen Wortspiel möchte man sich einfach nur verstecken. Schon zweimal mussten wir es bereits ertragen. Tja, ja. Passiert, ne? Ja. Benny ist wieder raus. Ich bin wieder raus, ja. Und ich tanke ein bisschen Stamina, ne? So, okay, dann. Wir haben ja noch. Ja, wir haben kaum noch Gewicht hier. Hast du Steine, die du wegschmeißen kannst? Ja. Jetzt würde ich sagen, genau, wir fliegen ja noch hier auf den Berg. Hier ist ja auch noch ganz viel Metalle verkommen. 198 ist schon Benny. Wow. Dein Spino. Mhm. Also, ich habe gerade alle Steine weggeworfen. Yay, super, dann passt. Hast du schon 19 Level gemacht? Und Metall. 19. Und Crystal, das will ich haben. Ja. Ja. Oder? Ich weiß es nicht. Genau, bei 199 wären es 20. Was 79 war. Ja, okay. Ist das Metall? Nee, das sind Steine, oder? Ja, war Steine. Und das ist ein Rex. Ach, da. Level 16. Oh ja. Ja, so ist Schock. Also wenn du das mal hast im Spiel, hast du es geschafft. Ui, nehmen wir schon mit. Klapp, wir müssen so ein Klappding bauen. Kann ich dem Pinguin nicht einfach mit dem Anki eine Schelle geben? Ist das nicht dasselbe, als würde ich mit einer ollen Keule zuschlage? Nee. Mach mal. Wow. Okay. Also den einen habe ich einfach nur so aus dem Leben katapultiert. Und bam. Ja, ich töte sie halt nur. Ja gut, das ist klar. Ich müsste mal halt so ein... Was brauchen wir dafür den Scheiß? Ich glaube Fiber und irgendwas. Mhm. Holz, Fletch und Fiber. Wood und Fiber nur. Das Fiber ist halt doof. Hast du Fiber dabei, Keksi? Ja, natürlich habe ich Fiber dabei. Wenn ich nicht vorhin alles ausgeleert hätte, hätte ich sogar einen Wooden Club dabei.
Ist hier irgendwo so ein komischer Busch? Kixi, ich möchte mit dir in den Busch. Ja, erstmal möchtest du dem Vieh vielleicht irgendwas rausnehmen, dass ich mich bewegen kann. Oder sehe ich die wieder nicht hier? Sind die vielleicht Büsche? Ich sehe sie wieder nicht. Ich sehe halt auch keine. Ah, shit. Kein einziges Fieh. Ja, flieg halt eben und hol welche. Ich bleib hier stehen. Nee, das, ja, doch, das ist doch jetzt Blödsinn. Los, zack. Das ist doch Blödsinn. Los, zack, jetzt. Ja, ich suche ja schon. Aber hier ist irgendwie nichts. Ja, such schneller. Mehr, besser, doller, härter. Jawohl, jetzt suche ich auf jeden Fall. Ja, vielleicht mal kurz runter. Vielleicht ist ja hier was. Gut, es kann sein, dass ich nicht mehr sehe oder auf diesem verfluchten Berg. Ist ja klar, auf Eis wächst jetzt nicht so viel. Was mich immer an diesen Bushpeople stutzig gemacht hat, ist, dass sie nackt sind. Dass man halt auch alles gesehen hat. Deswegen dachte ich erstmal, die Mod ist so eine Art Trollmod. Aber es gibt ja da Bushpeople Version 2, dann gibt es irgendwelche anderen Versionen noch, nur welche, nur dass sie dastehen, dass man irgendwie so ein, ja, so ein Skin halt hat, wer auch immer. Da ist ein Affe, cool, da ist Kixi, ich hab Ersatz für dich. Ja, dann ist ja okay. Nee, hier ist kein Busch. Hacken wir sie einfach so ab, haben wir besser als gar nichts. Ja, die sind schon gespawnt, sehe ich gerade. Echt? Ja, deswegen müssen wir es halt schnell machen. Scheißegal. Aber hier, so Ding testet sie ja hier. Sauna. Genau, Sauna. Hier sind wir aber nicht in der Sauna. Dafür ist es hier ein bisschen kalt. So, jetzt heißt es wieder, welcher Strich? 7. Den richtigen am besten. Toll. Also ich nehme mal den. Ja, Miss Werther noch schon schön mit Namen und so. Ja, nee, alles schön, alles schön. Alles gut, ich wollte auch nur wissen, welche Version hast du denn von dem Bushpeople? Es gibt ja da verschiedene, es gibt ja da Version 2 und irgendwie welche, die nur dastehen. Und ich dachte, es wäre am Anfang so eine Trollmod, da sie halt wirklich nackt sind. Und nackt waren oder dann so eine Art Busch. Ich dachte, es ist halt so eine Art Buschgedönse, ne? Also Busch unten dran und gut ist. Oh, hier ist noch viel Metall, ey, kranke Scheiße. Aber das ist ja hier. Aber du fliegst zum falschen Pfeil. Nö, ich war bei dem einen Pfeil, da ist es nicht. Jetzt muss ich zum anderen geflogen. Siehst du? Deswegen, du bist zum falschen Pfeil geflogen. Aber jetzt bin ich auch bei dem Pfeil. Das ist nicht. Musst du doch hier sein oder nicht? Hammer. 7. Also, ich bin hier. Ja, sag nochmal kurz Koordinaten, fliege ich dahin. Das ist ja echt nervig hier mit dem Ding. Ja, genau. Ich habe mein GPS, glaube ich, zu Hause gelassen. Ach ne, doch da, GPS. Also, ich bin bei 81071. Ich bin bei 81095. Also müsste ich Richtung U7? Ja. Also ich Westen. Südwesten. Ach, da gibt es noch mehrere Höhen hier. Achso, du bist in einer anderen Höhe. Deswegen. Also 81 bin ich. Ich sehe hier. Dich da hinten fliegen. Ja, hier in die Richtung müsste. Ja, genau. Ach so, wir sind noch gar nicht ganz oben gewesen, deswegen. Ah, okay. Also ich habe einen Pingel auf dem Weg geklatscht zumindest. Ja, und da gab dir 6 Pulli mehr. Ja. Woher weißt du das? Ich weiß alles. Soccer Camp.
Ja, du hast deine Stalker-Cam, ich habe meine Stalker-Cam. Hier wollte ich eigentlich hin. Hier ist er viel. Was? Also zumindest, wenn man sie looten, die haben meistens Hide-Gear. Okay. Aber optisch sind sie angezogen? Hier waren doch auch noch Kristalle, glaube ich, irgendwo. Ach, da war ich Kristalle hier. Ach, schon krass. Metall knappert ist jetzt hier nicht mehr. Boah. Ja, Wahnsinn. Ist ja schon praktisch, also eine Höhle. So. Obwohl, eine Höhle war ja krass effektiv. Das ist ja aber nicht anders. Yay. Da sind noch mehr am Haufen hier, krass. Schon hart. Schon hart, hey. Ja, ja. Boah. Was? Echt? Okay, ja gut, wenn ein, zwei einzelne nackt sind, ist ja egal. Nur das, ich will das halt schon, dass es hier cool ist. Das ist aber echt krass, die zu entdecken und dann gegen an, ist ja fast die PvP dann. Nur kann man das halt dann machen, wann man will. PvP musst du, oh, 104er Agent, da bist. PvP muss halt dann jemand da sein, in echt. Ich hab da noch einen übersehen. Ist der Autofire an, oder was? Ja. Yep. Hier ist. Was? Ist der Ehren? Zack. Wunderbar. Ich den Stein. Nein, hast du Steine neben? Okay. Join Arena. Prepare to fight. Verliert halt keine Stamina, ne? Ich glaube, es werden noch also einiges ändern, bevor das Spiel rauskommt. Ja. Ja, irgendwann stirbt der Vogel auf. Es sind aber halt aber schon unsichtbare Kristalle bei. Ja, ja, auf dem weißen Schnee halt. Kennst du Tanzverbot? Nein. Ist das ein. Was weiß ich nicht, was ist das? Ein Streamer, ein YouTuber, Leader. Eine Band. Ja, irgendwas. Ein Schachclub. Ja, Tennisverein. Kegelclub. Angelverein. Bowlingtruppe. Verein versammelter Schildkrötenfreunde. Kannst du mal was wegschmeißen an Stein oder so? Ja. Kann ich. Krass, ich könnte nie aufhören am liebsten hier. Ich habe sogar noch Gewicht geskillt, gerade als ich gelevelt habe. Jetzt 1,5 bloß. Da kommt der Olle Biene. Wenn ihr am Leveln ganz gemütlich? Klar, und Biberdämme am Leer machen. Also wenn. Auf den Streamer und YouTuber, aber wenn du ihn siehst, du wirst nix Gutes denken. Hä? Sag doch sowas nicht. Das weißt du doch gar nicht, wie ich darauf reagiere. Was zockt denn der für geile Sachen? Ich habe Autofire mal gerade pausiert. Ja. Ach, wir haben ja nur 2200 irgendwas Stein, die ich jetzt mal wegwerfe. Yes, habe ich gesehen, der Henkel ist wieder frei. Du bist da nicht tief genug dran. Achso, ja, okay, ich bin stehen geblieben, weil du gesagt hast, die Autofire. Na, nein, 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 nicht das. Ey, die Steine da nicht. Da war ein Pinguin. Die waren ein Pinguin.
Ach, der kleine Pupster. Was hat denn der für Lebensbalken bei mir gehabt? Ja, yeah, ich hab's auch gesehen. Bist du im Boden drin? Ja, ich bin auf dem Boden. Warte, ich heb dich wieder. Nee, nee, passt schon, passt schon. Also bei mir ist... Okay, ich dachte... Mir sah es aus, ob du... Ich dachte, den Pinguin... looten. Weißt du, wo der ist? Ja, aber ich kann mich halt so nicht... mit was nehme ich denn? Mit der Axt, wa? Ich probier's mal. 7. Er hat bei jedem Video das Dreifache an Dislikes von den Likes und spielt... Wirst du ihm immer nur CSGO? Okay. Ja, aber hat er schon Erfolg damit, oder? Wenn nicht, würde er das nicht immer machen. Ja, genau. Ist ja wie hier der Schreihals. Ja. Ist er denn Partner hier? Man hat viele Subscriber. Klingt fast so. Ist doch cool. Also, der hat's geschafft. Glückwunsch. Macht ja auch bestimmt auch nur seinen Job. Und gibt sich viel Mühe. Aber wie hier wir so alle. Der Dings wurde wohl von Hitbox gebannt, ne? Der Eck? Oder die Eule. Achso. Auch? Mhm. Ja, dann. Das ist natürlich doof. Tja. Gut, wir müssen, glaube ich, bald nach Hause. Gewicht haben wir 1100 von 1500 und das. Ja, wissen, geht schon noch. Ah, die Reihe geht. Die Gier. Ich find's halt lustig, dass er sich halt echt überall erst durchbannen lässt. Ja, gut, man. Wenn man einmal gebannt ist, muss man sich ja Gedanken machen, was man macht, würde ich sagen. Das ist dann schwierig. Wenn man damit wirklich Geld verdienen will, ist es halt dann. Das muss ich schon benehmen. Ja. Also mit dem Ernst meinst du es nicht ernst, wa? Ah, okay, jetzt. Hab. Doch, er hat das einfach auf YouTube und er sucht zum Start. Achso, ja gut, zweimal gebannt und dann, ja, irgendwann wird der Twitch schon sagen, hier leckt mich, oder? Ja. Uiuiui. Wir können doch nicht mehr mitnehmen. Tu mal lieber Öl wegschmeißen, oder? Ja, klar, kein Thema. Benny, bist du heile, silent? Hast du dich denn versteckt? Mhm. Und sammelst du Hide? Ich sammel Hide, ja. Okay. Oh nein, Keksi, da sind ja noch mehr. Ja. Aber so viel Hide habe ich gar nicht, ich habe nur 1097. Gell, das macht gar nicht so viel wie der Wolf. Nö, aber dafür habe ich 3100 Zementimpaste, ein paar Perlen, ein paar Blümchen. Ach, Biberdämme hast du abgefarmt. Ja klar, Zementimpaste, und ganz, ganz viel Fleisch. Ja gut, aber schau mal, anscheinend kommt er damit weiter. Hat Erfolg, die Leute haten, aber die schauen ja trotzdem. Was hat er denn so ein Zuschauer? Ist eigentlich egal, wie man es macht. Jeder macht es halt so, wie er es halt... Keine Ahnung, ob es jetzt wirklich Show ist oder echt so ist. Kein Plan. Und du redest über ihn. Ja, siehst du? Ja. Genau, wir reden über ihn, das reicht ja schon. Als ob irgendwo jemand über mich reden würde. Genau. Wenn du irgendwie jemand beleidigst und so, und dann sagt er, der hat mich gestern voll beleidigt. Du Ben, ich muss dir was sagen. Du bist voll der Assi, ich weiß. Das ist ja klar. Was wolltest du mir sagen? Genau das. Ich bin zu Hause angekommen, ohne dass ich hin wollte. Also, schmeiß doch nochmal Steine weg und dann können wir nach Hause fliegen. Na, die behalte ich jetzt alle. Los, lass den Rex töten. Ist der 12er? Oder ist ein anderer? Ist egal eigentlich, oder? Ja, doch, ist der sogar. Warte, ich mit dem Schlag. Oh, du machst schon 200 Schaden. 800 hat er, 725, doch. 248 Schaden. Ein Schlag noch. Okay, 199 war das jetzt der letzte Schlag. Sind wir gelevelt? Ey, perfekt. Also ich weiß nicht, ob es ich oder der Dinger, auf jeden Fall habe ich das gehört. Wäre doch cool mit Gewicht noch. Ja, also wenn man noch irgendwas töten hat, dann geht noch ein Level. Und ich habe gelevelt und haben wir noch.
Weil es ja nicht viel Gewicht. Ich werf mal hier eben Steine. Drop. Oh, aus Versehen Drop All gemacht. Ist jetzt schlecht, wa? Ja, das sehe ich am Gewicht, dass es nicht so ist. Ja, komm, alle Mammutisen, kommt her. Da, da steckt mein Kopfbaum fest. Das war sehr, sehr geil, also. Vor allem mit dem Kopf gegen den Baum gelaufen. Ja, ja, kick mich halt, ihr Penner. Mammuts sind auch schlecht und es dauert lange, die haben viel Leben. Ja, das 72er, das eine haben wir ja gleich. Ist ja schon über der Hälfte. Ich komm nicht mehr weg. Was hast du denn gemacht? Tu mal weg, so wegschmeißen, du kannst nicht mehr bewegen. Hä? Wir können nicht mehr bewegen, Übergewicht jetzt auf einmal. Wie? Ich hab doch nichts gesammelt. Keine Ahnung, Übergewicht. Ich kann mich nicht mehr bewegen, steh da. So, hä? Was da. Jetzt hat. Da. Passt. Was waren das jetzt? Hast da. Du irgendwelche Steine? Haben wir nur Steine gesammelt? Ja, oder? Ja, Holz halt. Ach so, ach Gott. Oh, fast zeitgleich. Jetzt. Oh, perfekt, Mann. Die Twins gleichzeitig gekillt. Super. Da Timing. Ja, ja, Skill halt. Schön abgewartet hier, ne? Hast den einen gebasht, den anderen gebasht und dann zeitgleich. Naja, und dann so ein doppelter Schwanz, hieb beide ins Gesicht und zack, beide waren sie weg. Dann der Rex noch. Der hat unsere Brüder gekillt hier, schau, der ist gerade dabei. Wie geht's dir zu Hause, Benny? Gut, ich sortiere gerade hier auf. Okay. Brennt Metall noch? Keine Ahnung, habe ich nicht geguckt. Ja, Level Up sogar. Yes, nochmal 50 Kilo mehr. Kannst du aber trotzdem wegschmeißen, dass wir dann nach Hause fliegen? Oder hast du schon Level Up bei dir noch nicht geschafft? Ja, ich habe das Level Up geschafft. Gut, dann noch Holz und was wegschmeißen vielleicht. Komm mal los. Ja, alles weg. Dann nennt sich ein Tribefinder einfach. Ach du Scheiße, wie da? Das bist, wer, das bist du? Ich bekomme auch Schaden? Warum kriege ich Schaden? Und was denn? Nein, nein, das ist der Schaden, den du hast. Der wird jetzt langsam angerechnet und daran stirbst du langsam. Ah. Ja, okay, das ist es gerechtfertigt. Ist anscheinend doch ganz schön kalt hier. Trotz Pelzmantel. Ja. Habe ich das komplette Set eigentlich? Ja, habe ich. Ja, also der Pelzmantel hat mir jetzt auf Sea Island auch nicht viel gebracht gehabt. In dem Gebiet. Nur noch nachts hier ist halt schon krass kalt. Tja. Ich flieg richtig, oder? Nö. Erstmal nö sagen. Ja, genau. Doch, ist richtig. Also ich hoffe, dass es da ist, Benny. Benny läuft hier da oben da rum und ist Level 71 und ist stolz drauf. Glaube ich doch. Ja, diese Aussicht ist schon krass. Muss schon mal Screenshot machen. Wenn der Flügel weg ist, ja. Aber sieht schon etwas nach Sea Island aus, wenn man so schaut, ne? So ein Touch von Sea Island hat es doch ein bisschen. Ja. Die einzelnen Dinge, gut, vielleicht nur wegen Obelisken. Wow, hell. Was jetzt? Blend. Andere Wetterzone. Wir müssen irgendwo landen. Dann machen wir das am besten hier oben. Nicht, dass der Sumpf dann kommt. Wegen Stamina und so. Stamina? Ja. Aber schon gemütlich hier über Skipe. Das ist keiner lauter, keiner leiser ist, sondern wir bleiben gleich in der Lautstärke. Bei TS, wenn du anfängst zu reden, dann. Wow, kein Thema, ich kann gern mit dem Mikrofonverstärker rumspielen. Ja, das ist echt angenehm. Das habe ich eben gemeint, das passt dann. Einfach mal auf plus 30 stellen. Jetzt habe ich das gleiche Problem wie du, Rex. Jetzt sehe ich nämlich auch keine Dinger mehr. Schau in die Kamera.
In der Spectator Cam sind sie 15 Sekunden später. Achso, ja, sehr schön. Ich bleib hier mal stehen, ich gehe mal zwei Schritte vor. Nee, sind jetzt keine. Geradeaus, 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 geradeaus. Jetzt! Jetzt! Wisst ihr? Was ist das? Sternfarben über Fernwartung? Ja, genau, geradeaus, geradeaus, stopp. Links, links, jetzt, genau. Jetzt, müsst ihr rechts, jetzt, genau. Aus der, ja, eine ganze Menge. Einfach geradeaus und jetzt kommen noch ein paar Bäume. Jetzt geradeaus, jetzt kommen noch ein paar Sträuche. Mit rechts im Sträuchern zu Bäumen. Ich muss erstmal Stamina kurz retten. Mhm, ja, ja. Mach mal. Machen wir jetzt noch eine Stunde lang. Ich steuere fern dich hier. Remote Control hier. Remote Farming. Das war eben gerade krass hier mit dem. Auf einmal gestoppt, konnte ich nicht bewegen wegen dem Holz. Ja. Hab immer Pech beim Gamblen, daher spare ich vielleicht auf das Instant-Ticket. Ja. Das ist auch eine Möglichkeit, klar. Sicher. Na guck mal, im Prinzip, wenn ich hier AFK essen gehe, da kann ich ja eigentlich mein Auto zuhauen anmachen. Ja. Und dann kannst du halt farmen gehen. Schon, das wird nur doof, wenn wir irgendwie Schwert oder sowas sind. Ja, wieso? Du kannst mich dann ja trotzdem abstellen, der schlägt halt nur weiter zu. Ah, und dann kann ich wieder. Ja, ja, dich wieder aufnehmen. Lol. Ja, das dachte ich mir schon mit der Kamera, das zu machen. Aber die Kamera, ich hab das Ding nicht hier. Also, das ist halt weiter weg hier. Drei Meter weiter weg von mir. Und ich sehe das Bild halt nicht. Nur, die Kamera ist 3 Meter weit weg. Wie weit bin ich weg? Ich weiß nicht. Der hat ja einen optischen Zoom. Hm. Ich hab grad gelesen, es gibt so Pharma-Busch natürlich nackt, die kann man tamen und die sammeln die ganze Zeit. Wodka gelesen. Alter, wenn ich hier irgendwo wen tamen kann, der für mich Wodka sammelt, kein Thema. Wood-Touchdown, die kann man reiten. Ja, das mit dem Reiten wie ein Bigfoot, das in Achse, das habe ich auch gesehen, nur das war mir dann nicht so koscher, das Ganze, keine Ahnung. Das ist halt geil. Die du da jetzt hast, kannst du nicht tamen. Aber Steine sammeln die echt? Und dann dieses Kapper dahinter am besten mit dem Reiten. 6 Stunden 27 Minuten, 608,7 Kilometer über A9. Wie weit du weg bist. Okay. Das geht ja noch. Wie weit du weg. Ja, Benny, lern das mal mit dem Reden. Kannst auch 7 Stunden 15 Minuten machen über die A7. Ich kenne ja nur bei mir A8, A9, A99 und so, das ist rein. Mehr kenne ich nicht. A9 ist halt direkt quasi gerade hoch. Genau, das ist schön. Die ersten 200 Kilometer ist dreispurig Vollgas. 200 Kilometer, so ein paar Minuten sind wir da. Kurz AK. Okay. Unverzeihlich. Kurz eine AK, habe ich verstanden. Ja, da holt sich jetzt eine AK und dreht durch. Ich hab da so eine Liste mit Leuten. Also. Ja. Ja, jetzt setzt man schon solche Buschbibel hier. Ich hab mich ja auch getamed. Schau, Sander, ich hab bessere Buschbibel. Benny und Keksi, die sammeln hier alles Mögliche, sogar Erz und so. Und Öl, Kristalle. Ja. Das sind meine Buschbibel. So läuft das. Achso, sind im Quessel? Nee. Du kannst ja gar nicht bewegen. Das hast du gar nicht in den Quessel reingetan. Dies hast du gut erkannt. Warte, lass es mich noch hier. Dich da hier drüben abheben. Abschwerfen hier. Ich glaube, die Öfen laufen echt nicht mehr. Ich glaube, ist automatisch runtergefallen. Ich habe nichts gemacht. Weiß nicht, wo du jetzt liegst. Ich hätte es gerade nicht. Ah, ich glaube aber richtig. Wieso laufen denn? Ich habe doch da vorhin so viel Touchstein getan. Sind immer noch 2400 drin da. Ich muss finde ich im Stapel die Hälfte. So. Zack. Da drüben. Das. Also sie müssen sich wieder bewegen können, aber ich muss noch. Sache rausnehmen hier. Crystal und Oil.
Also, ui, Moment, ich kann mich nicht bewegen mit dem Eulen dazu, Moment. Das ja, ja. Öl immer, tue ich immer in den Ding rein. In den Generator. Jetzt werde ich mal gleich die Polymer missbrauchen für 6 Schüsse, 6 Polymer. Und ich tue das raus, damit es auch die richtigen verbraucht. Turn on. Genau. 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Habe ich nicht getestet, habe die aus der Ferne fast alle weggeholt, weil da irgendwie 8 Ballisten in der Base waren. Aber so ein Sniper oder ist interessant. Kann man ja wollte alle tamen. Allerdings. Bitte fahren wir nicht. Echt, ey, wieso bleibt er nicht stehen? Okay, die reagieren ja komisch. Ja, kannst ja testen. Das wäre cool, da so taktisch angreifen. Wäre nicht schlecht. Hätte man im PvE noch ein paar wissen, was zu tun. Die müssten jetzt Zombies reinpatchen, das passt doch perfekt ins Szenario. Ja. Alter, super Zombies. Ja, Zombies treffen Dinos. Auf geht's. Es gibt ja auch dieses Gedönse Planet vs. Zombies. Also Planet vs. Zombies. Man, was denn das? Jetzt können wir auch gleich Dinos vs. Zombies, oder nicht? So großartig, Mann. Es gibt eine Scharfschützen-Paprika. Ich hab das nie irgendwie gesehen oder gezockt oder sowas. Hört sich halt nur komisch an. Deswegen. Ja, ist ganz lustig. Ja, benutzt für zwischendurch oder so ein bisschen, nicht wirklich so lang. Ja, das kannst du halt nicht irgendwie 20 Stunden am Tag zocken oder sowas. Ist es nicht sowas wie Tower Defense oder so? Ja, im Prinzip. Okay. Ja, doch, Priya, jetzt sei mal nicht so hier. Hat so schön angefangen der Tag mit dir. Du hast wirklich geschleimt. Weißt du nicht mehr, was du gesagt hast, aber du hast es versucht zumindest. Und Benny ist schon aus das Würgen gekommen. Und ich war Slash Blush. Was ist das? Ach, Benny, WB. Ja, danke. Ich würde sagen, also ich würde gerne pausieren an der Stelle. Ja, was sagt ihr? Finde ich eine gute Idee. Wollte ich schon von der Zeit machen, aber jetzt ist ja. Man hat die Runde gemacht hier und hat ja mit Charlie quatscht, aber Charlie ist jetzt leider hier. Ja. Gedönse hier. Gedingsbumse. Ja, scheiß Internet wieder weg und. Es hat doch unsere Zeit hier. Ja. Nee, ist okay, weil ich muss ja morgen früh auch um 7 Uhr schon da sein. Ja. Also ich muss um 6 Uhr aufstehen. Und ja. Ja, hier. Ich hoffe, das ist keine Ding, sonst drehe ich durch, keine Playlist. Lass uns den raiden zum Schluss. Ich danke, sag schon mal danke für euch beiden hier fürs Mitmachen. Benny, du bist ja von Anfang bis Ende dabei gewesen. Kranke Scheiße. Mhm. Bist ja echt ein durchgeritter Kerl. Und Keksi, danke fürs Dazustoßen oder fürs Stoßen generell. War nett mit dir. Ja, du weißt doch, ich stoß leidenschaftlich gerne. Ja. Und ja, wir haben ja viel gemacht, viel geschafft heute. Das Castle in der Underground World, Netherrealm da, Netherdings haben wir nicht geschafft, aber das schaffen wir schon noch. Rumprobieren. Eben ja, für einen. Schafft gar keiner. Was ist da los? Los geht's. Ja, ich bin im Alter nicht mehr so schnell hier, warte mal. Und ja, dann. Bedanke ich mich für die Unterhaltung im Chat. Für die interessanten Tipps und Hinweise, auch für die Bush Peoples. Die Nacken, die man sehen kann und die dann durchdrehen. Und dann, ja, soll ich sagen, ja, wenn ihr Bock habt, nachzuschauen, was wir gemacht haben, die aktuellen Folgen sind dann eigentlich online. Immer so ein paar Stunden später, meistens in der Früh kommt die Folge vom letzten Tag. Fallout 4. Ja, achso.
Dann schlaft schön, träumt süß, wenn er in die Arbeit, in die Schule geht morgen, lasst du dich ärgern, ärger zuerst, kennst ja, wisst ja Bescheid. Und dann hören und lesen und sehen wir uns einfach später. Danke für den geilen Tag. Oh, dann bis morgen. Es geht ja hier jeden Tag weiter. Macht man nach 14, sind jetzt genau 14 Stunden 30 Sekunden, machen wir mal eine 14 Stunden 11. Kleine Pause. Gags, oh ja, Gags 3D war geil. Genau. Dann. Du kannst hier noch ein bisschen Polymer, bisschen Dinger herstellen, ne? Ich habe hier noch 7 Polymer normale. Ich nehme mal eben die künstlichen, die originalen raus. Mhm. Dann, ja, Servus, Pferdeich und macht's gut. Adieu. Gags mit Keksi und Benny im Skype sogar. Over and out. Bis morgen früh. Sind wir wieder da. Bye bye. Genau, wenn wir die rausnehmen, passt. Das ist jetzt. Moment, mal kurz hier hingehen. Copy. Hallo.